Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Subnautica. Und momentan sind wir mal wieder auf dem Weg in Richtung der Cyclops, um ein bisschen Zeug abzuladen. So langsam kriege ich hier auch hoffentlich meine Metallschränke voll. Denn wenn ich tatsächlich eine Versorgungsbasis etwas außerhalb bauen möchte, brauche ich den ganzen Kram natürlich. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ist so schön, wenn sich das Schiff immer freut, mich zu sehen. So. Schrank Nummer 1 wäre voll. Dann fangen wir doch mal mit Schrank Nummer 2 an. Da muss noch eine Menge Zeug rein. Ihr seht, ich habe inzwischen auch nebenbei eine Signalboje gebaut. Wenn ich tatsächlich mal die Abandoned Sea Base finde, zumindest hoffe ich das, werde ich die auf jeden Fall mit einem kleinen Marker versehen. So, Silbererz, Glas. Das wäre dann hier auch schon mal halbwegs erledigt. Ich guck mal eben, ob mein Bäumchen schon gewachsen ist. Denn ich habe hier ein zweites hingesetzt. Ah, das ist doch schön. Kann ich gleich mal ein bisschen Wasser fassen. So, einmal. Da sieht die Wasserbilanz schon wieder deutlich besser aus. Und ihr seht, der Scannerraum war echt fleißig, hat eine Menge Metallschrott gescannt. Davon werde ich jetzt noch ein paar holen, damit ich den Schrank voll kriege. Und dann gucken wir mal, ob ich mit meiner Seemotte ein Stückchen weiterkomme. Also ich würde schon jetzt gerne nochmal in Richtung Grand Reef gurken, um zu gucken, ob es da vielleicht was gibt, was ich brauchen kann. Denn ich habe mich inzwischen ein bisschen kundig gemacht. Der Trick dabei ist, dass diese Abandoned Sea Base, die mir noch fehlt, die letzte von den ganzen, die hier im Spiel vorhanden sind, die liegt nicht im Grand Reef selber, sondern in einem tieferen Bereich und dafür muss ich den Eingang erstmal finden. Und das ist dann natürlich so ein bisschen blöd, wenn man, was weiß ich, auf der Höhe von 200 Metern sucht. Da kann es natürlich nicht sein. Das heißt, ich habe das einfach mit einem Wrack verwechselt die ganze Zeit. Inventar voll. Was ist denn das jetzt hier? Ja gut, es ist voll. Ich gebe es zu. Aber das heißt dann auch, dass ich zumindest recht bald, upsa, nicht in den Vulkan fahren. Ich möchte nicht gegrillter Taucher werden. Dass ich das Thema dann hoffentlich hier auch bald mal abschließen kann, weil ich genug Titan habe. Und dann geht's mal in die Nähe der Insel. Ich habe das bei einem früheren Spiel so gemacht, dass ich verschiedene Ecken dann mit Basen ausgestattet habe, halt immer ganz rudimentär und so. Da war nichts Besonderes, Tolles dran oder so, aber zumindest musste ich nicht immer so riesige Mengen an irgendwelchen Krempel mitnehmen, weil ich dann einfach aus dem Gefährt rausspringen, mich neu munitionieren konnte sozusagen. Das macht das Erkennen und Erforschen natürlich so ein bisschen bequemer. So, ich glaube, ich habe alles verarbeitet. Yep. Zurück zum Schiff und rein mit dem Kram. Ich überlege ja, ob ich vielleicht noch einen dritten Schrank irgendwie mit Metallen zuballere. Ups. Wir sollten dann vielleicht doch mal eben noch kurz die Batterie wechseln. Kleck. Auch leer. Nehmen wir noch die. Okay, ich muss wohl auch noch frische Batterien mitnehmen. Aber ist ja nicht wild. Wir haben ja die Batterieladestation. Ist alles nicht so stressig, wenn man das dann wieder voll machen kann. Klock, 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 klock. Fast voll. Na, das ist doch auch okay. So. Cool. Ist hier irgendwo ein Metallschrott direkt davor? Weil den werde ich mal dann einfach noch kurz greifen und auseinander basteln. Das sieht doch gut aus hier. Und da ist auch noch einer. Klasse. Nochmal 8 Teile mehr. Effizientes Sammeln. Gefällt mir. Hä? Metallschrott? Wieso wird mir das jetzt auf dem Cyclops angezeigt? Was ist denn das für ein Witz? Klebt da hier irgendwie Metallschrott dran? Oder drin? Egal. Das muss jetzt keinen Sinn machen. Oder habe ich vielleicht ein Metallschrottteil in irgendeine Kiste reingeschmissen? Glaube ich jetzt eigentlich nicht. So, gucken wir doch mal, wie viel Energie das Schiffchen noch hat. Leben hat es noch eine Menge, aber Energie ist jetzt schon so ein bisschen low, glaube ich. Na?
61%, ach, das geht ja eigentlich noch. Da kann ich dann mal auch kurz was abzweigen, um meinen Metallschrott zu Titan zu basteln. Da stand hier früher, glaube ich, oben dran, wie viel man noch hat. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass man das nicht mehr direkt sieht, aber okay. Die Überarbeitung gefällt mir eigentlich ganz gut. Das ist schon recht nett gemacht. So. Plöpp. Und weil wir ja geschickte Leute sind, basteln wir uns gleich nochmal so eine China-Kartoffelkiste irgendwie. Die bastel ich mir jetzt hier in die Ecke rein. Weil die machen eigentlich am schnellsten satt. Plöpp. Dann habe ich wahrscheinlich nie wieder Ernährungsprobleme, wenn hier jetzt auch nochmal so eine China-Kartoffel wächst. So. Dann noch einmal zurück in die Basis. Denn dort werde ich diesen Chip ablegen, der mir hier gerade so den Einblick in das Metallschrottgewerbe gewährt. Denn, falls ich tatsächlich drauf gehen sollte, aus welchem Grund auch immer, dann könnte es natürlich sein, dass der Chip kaputt geht, verloren ist oder sonst irgendwas. Und ich habe echt keinen Bock, meine Ausrüstung irgendwie 100-mal neu machen zu müssen. Und was dieses Spiel angeht, bin ich dann doch ein bisschen paranoid. Warte mal, ich muss das eben aus meinem Slot rausziehen. Und dann da rein tun. So, da liegst du gut, kleiner Chip. Okay, ich habe hier eine Menge leerer Batterien. Das sollte natürlich so nicht sein. Zwei sind vielleicht doch eine zu wenig. Aber hier habe ich ja noch eine volle, das ist gut. So, dann packe ich hier nochmal das Titan weg. Vielleicht gibt es inzwischen auch frisches Wasser, was ich jetzt auch nicht schlecht finde. Das ist gut. Braves Maschinchen. Dann habe ich hier 3 Flaschen Wasser auf Vorrat. Sehr gut. Kann ich auch das Salz wieder wegtun. So. Klöck, klöck. Okay. Besser geht's jetzt nicht. 79, 48, 63. Ja, das sieht doch gut aus. Das sollte eigentlich reichen, um eine kleine Expedition zu starten. Genug gegessen habe ich auch. Einsteigen. Und flip. So. 74% Gesundheit. Okay, dann muss ich hier nochmal... Oh shit. Jetzt habe ich meine Kamera gerammt. Sorry. Ich steige mal eben noch kurz aus und repariere. Denn offensichtlich hat die Seemotte dann doch wieder gelitten beim letzten Umfliegen. Umfahren. So. Okay. Also, Grand Reef war unser Ziel. Da wollen wir dann nochmal hin. Aber dieses Mal lasse ich die Cyclops zu Hause, sonst dauert mir das echt zu lang. Aber das gute Stück ist ja nun mal ein echter Kasten. Und, naja, er fährt halt nicht so sonderlich schnell. Und ich finde die Seemotte einfach angenehmer. Die ist viel wendiger und schöner. Ich weiß nicht, ich fahre mit dem Ding halt einfach lieber. Das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Lass mal gucken. Hui, Kreisch. Da sind wieder irgendwelche Viecher unterwegs, die ich gar nicht mag. So, hier ist jetzt gleich der Positionsmarker. Muss ich mal gucken. Ritzel. Oh, diese Geräuschkulisse hier unten ist einfach so... Oh, Alter. Mag ich nicht. So, wo hat denn jetzt das Wrack hier? Das muss ja irgendwo gewesen sein. Habe ich mich da irgendwie geirrt? Auf jeden Fall muss ich noch ein gutes Stück runter, denn dieser Eingang ist wohl irgendwie am Boden oder so. Naja, mal gucken, ob ich den hier irgendwie finde. Boah. Diese Geräusche. Tu
Thomas meinte, dass ich bei den Hirnkorallen irgendwie schon mal ganz richtig war. Aber mal gucken. Uah! Ii. Ich weiß nicht, aber vor denen habe ich echt Schiss, vor den Viechern da. Diesen komischen Brainfuck-Viechern da. Die Dinger da. Der jetzt irgendwie wieder weg ist. Oh. Aliens sollten keine schwimmenden Gehirne sein. Nee. Das ist irgendwie ungeil. So. Noch mehr leuchtende Kugeln. Ich sehe das schon kommen. Ich werde wahrscheinlich meine... Okay, hier sind irgendwie so qualmende Hitze. Uah, da ist schon wieder eins. Alter. Uah. Nee, du schießt auf mich. Ich finde dich nicht gut. Geh irgendwie irgendwo anders hin. Komisches Ding. Lass dich meinetwegen hier von den Unterwasser-Lava-Teilen verbrutzeln oder so. Uah, da ist ja noch eins. Alter, wie viele sind das denn hier? Ganz schön viele. Aber einer der Eingänge soll hier irgendwo in der Nähe sein. Deswegen werde ich mal hier so ein bisschen durch die Gegend cruisen und gucken, ob ich das finde. Boah, fuck it. Oh, Alter. Oh, wie viele von denen sind denn hier? Oh, ich mag die nicht. Ich mag euch nicht. Echt nicht. Nein. Geh weg. Geh weg. Du sollst nicht irgendwelche Dinge hier durch die Gegend schießen. Niemand mag sowas. Oh, Alter. Oh. Ja, das ist hier definitiv der Horroranteil des Spiels. Was ist denn das? Kann man das irgendwie... Ich guck mal, ob man das mitnehmen kann. Was ist das denn hier? Okay. Naja, sollte ich dann tatsächlich mal irgendwie einen... Oh, Alter. Oh, fuck! Das Ding ist hier direkt hinter mir gewesen. Alter! Niemand mag dich. Niemand. Geh irgendwo anders hin. Zum Spielen. Eieiei. Boah. Oder ist das hier schon das Deep Grand Reef unten gewesen? Ich weiß es nicht. Eieiei. Gott. Ist das eine unschöne Gegend? Hier leuchtet irgendwas. Ist das Blood Cap? Auch wieder irgendwas anderes. Ich guck mal eben, was es ist. In der Hoffnung, dass mich jetzt nicht hier gleich irgendein Viech grillt oder so. Ach, kristallines Aluminium. Ja, klar. Hätte ich wissen müssen. Klar. Ich habe die Dinger heute erst gesehen. Aber das ist so schön tief unten. So 450 Meter. Das könnte eigentlich... Das sieht schon ziemlich so aus, als wäre das diese tiefere Sektion irgendwie. Ich guck mal eben, was man so. Und die Musik ist fies. Also das ist bestimmt irgendwie dieser Teil. Splotch. Ja, sorry. Was ist denn das? Mal gucken. Alles angrabbeln. Lila Tannenzapfen zerbrechen. Salz vorkommen. Okay. Cool. Lila Tannenzapfen. Und es war Salz drin. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen witzlos. Oder ist das hier sozusagen das Überraschungsei der Tiefe oder so? Oh, hier sind noch so Aerogel-Dinger. Cool. Salzvorkommen? Gelsack, okay. Ist auch Salzvorkommen. Hä? Kristallisiert das hier unten alles? Also ich würde fast mal vermuten, dass das wirklich diese Ecke ist, dass ich schon mal gar nicht so falsch bin. Aber es halt einfach noch nicht so richtig gefunden habe, wo genau das Ding ist. Diese Geräusche, Alter! Oh. Okay, hier geht's noch tiefer runter. Oh, fuck it. Hier ist noch so ein Geysir-Teil. Oh. Eiwei, ey. Huch. Irgendwelche Viecher jaulen hier vor sich hin. Mann. Okay. Es ist raus, ich bin ein Schisser. Ja, ich finde diese Atmosphäre hier so ein bisschen sehr creepy. Oh, was ist denn das? Eine Höhle? Na? Okay, keine echte Höhle.
Zumindest sind hier keine so komischen Gehirnviecher, die mich töten wollen. Es geht noch tiefer runter. Boah, alter Schwede. So creepy. Ich mag das nicht, wenn direkt hinter mir irgendwie so komische Geräusche auftauchen. Das ist so... Ja. Nee, geh weg. Oh. Ich meine, das sieht ja hier schon arschgeil aus. Also, grafisch gesehen, super. Uah. Fuck. Geh weg. Nein. Geht irgendwo anders hin. Ich bin nur ein netter Taucher. Ich möchte mich hier nur umgucken. Ich mag diese Viecher nicht. Ich mag sie einfach nicht. Dass die hier durch die Gegend warpen und irgendwelchen Quark machen, das gefällt mir erst recht nicht. Also dann doch lieber diese hübschen, rumschwebenden Quallenteile da. Boah. Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, das ist echt finster. Tief einatmen, tief einatmen. Ich hatte ja gehofft, dass man hier irgendwo in der Gegend vielleicht Magnetit findet oder so, aber ich glaube, ich bin einfach zu blöd, das zu entdecken. Oder aber, es sieht inzwischen einfach so anders aus, dass ich es nicht mehr finde oder nicht mehr erkenne oder so. Mann, oh Mann. Was ist denn das? Könnte das irgendwas Sinnvolles sein? Mal schauen. Was ist denn das? Diamant! Oh ja, kann man sicher auch brauchen. Irgendwann... Uah! Ist ja schon wieder so ein Teil. Uah! Ii. Ja, tiefer in die Tiefe flüchten ist natürlich auch immer so eine tolle Lösung. Wie war das bei Horrorfilmen? Die Leute flüchten immer in den ersten Stock und dann werden sie vom Killer geschlachtet. Ich flüchte einfach in den Keller und hoffe, dass der Killer nicht vorbeikommt. Wieder so ein Geysir. Aber irgendwie, ich sehe hier auch keinen Eingang in irgendwelche tieferen Tiefen oder so. Was ist denn das? Ist das nochmal ein Diamant? Ich nehme den mal mit. Weil es hieß ja, dass man für diesen... Oh ja, geil, Diamant, super. Für den Bohrerarm vom Prawn-Suit braucht man eine Menge Diamanten und ich glaube, ich habe nur noch einen oder so. Kann man immer brauchen. Boah. Hui. Tief einatmen. Bisher bin ich zumindest ohne Schaden hier durch die Gegend durchgekommen. Trotz der fiesen Viecher. Oh, hier ist noch ein Diamant, cool. Nehmen wir den noch gleich mal mit. Dann. Oh, und hinter uns ist gleich wieder so ein riesen Alien-Ding. Oh, nein! Geh woanders hin, geh woanders hin. Nobody likes you. Oh. Wie das wohl wirklich sein muss, wenn man der einzige arme Arsch ist, der hier irgendwie so in der Gegend lebt. Huch! Wo bin ich denn hier? Oh geil, was ist denn das für eine Gegend? Wow! Was denn... Wow, Alter, was ist das denn hier für eine krasse Ecke? Also ich hoffe mal, die sind jetzt nicht irgendwie fies und wollen mich frei... Oh, die sehen aber geil aus. Cool. Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Und was sind das hier für Viecher? Krass. Die Geräusche sind jedenfalls auch etwas irritierend und nicht so schön und ich weiß nicht, ob ich hier bleiben möchte. Ah, ein Fluss unter Wasser? Soll ich da mal eintauchen? Moment, ich trinke erstmal was. Weil ich merke schon, ich... What? Was sind das hier für Viecher? Was macht hier diese Geräusche? Ich finde das irgendwie nicht so schön. So, mal gucken, was da unten drunter ist. Ist das nur Nebel? Okay, Wasser unter Wasser. Nicht, dass das irgendwie Sinn macht. Oh, aber das ist offensichtlich irgendwie so Giftzeug oder so, weil ich verliere Gesundheit bei dem Schiffchen.
Okay, also da wahrscheinlich dann eher mal nicht eintauchen, weil nicht so gut. Oh, was ist das denn für eine creepy Zone hier? Mann! Voll hart! What? Bin ich denn hier? Was zur Hölle ist das? Wow! Alter Schwede, was ist das denn? Oh! Okay. Ein mega riesen krasser Schädel von irgendetwas, das ich nicht begegnen möchte. Oh. Alter Schwede. Okay. Also wir haben zwar nicht diese Abandoned Sea Base gefunden, aber dafür irgendwas anderes. Okay. Die Bodenscans zeigen, dass dieses Biom eine ungewöhnlich hohe Konzentration von organischen und fossilen Überresten enthält. Ja nee, sag bloß! So eine Anzeige neben einem Megaskelett, ist klar. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, hätte mir das nicht irgendjemand gesagt. Dankeschön. Krass. Und hier sind diese Pflänzchen, die wir vorher auch schon mal gefunden haben. Okay. Alter Schwede, das ist ja schon mal ziemlich klasse hier. Aber das muss ja wirklich irgendwie so ein richtiges Killertier gewesen sein. Eieiei. Was für mega Knochen. Wow. Hart. Aber, nachdem ich ein Arschloch bin, ne, verlasse ich euch genau mit dem Blick auf diesen mega riesen, was auch immer, Schädel mit seinen drei Augenlöchern an der Seite. Ja. Ist okay. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn mich hoffentlich hier nichts frisst. Macht's gut. Bis denn und tschö.